Hallo und herzlich willkommen im Keller. Jetzt habe ich mich eben schon ein bisschen zu Schlafsäcken generell ausgelassen. Und jetzt kann ich entspannt meine Langzeit-Review zum Defense Tropen ablassen. Ne? So, technische Daten habe ich vergessen. Ich weiß noch, der wiegt ungefähr ein Kilo. Komfort-Limit, Komfort. Schieß mich tot. Ich glaube bis 5 Grad. Komfort-Limit, meine ich. War das das? Ich gucke es nochmal nach. Im Zweifel schreibe ich es euch entsprechend unten hin. So, und zunächst mal hier im komprimierten Zustand. Das ist auch meiner Meinung nach das Maximum, worauf ich den komprimieren würde, weil man trägt den ja eine Weile in diesem Zustand mit sich rum. Und noch mehr komprimieren mag vom Sack her potenziell möglich sein. Ne? Ihr seht, der Streifen ist schon noch ein Stückchen lang. Man könnte damit ganz viel Gewalt noch ein kleines bisschen mehr Kompression drauf bekommen. Würde ich von abraten. Also das ist ein effizientes Minimum-Packmaß, meiner Meinung nach. Der Packsack, den kennt man ja. Also den haben bestimmt viele Leute schon mal gesehen, will ich damit ausdrücken. Hat hier nochmal so zusätzliche Riemen, mit denen man den erstmal so komprimieren kann. Und natürlich kann man ihn wie jeden anderen Packsack auch so komprimieren. Die meisten Packsäcke gehen halt nur in diese Richtung und nicht noch zusätzlich in diese Richtung. Ne? Also deshalb, diese Carinthia-Packsäcke, die sind ziemlich gut. Da gibt es bei vielen Herstellern nicht so tolle Lösungen. Ne? Die funktionieren zwar auch, aber die sind da schon in der Hinsicht wirklich ziemlich gut. So, jetzt, wie gesagt, Langzeit-Review. Ich habe da jetzt ein paar Nächte drin gepennt. Ein paar viele. Was heißt ein paar viele? Also so circa 30 oder 40. Etwa. Irgendwo so da dazwischen. Soll heißen, genug, um da jetzt wirklich eine fundierte Aussage zu machen zu können, aber nicht 20 Jahre lang. Da sprechen wir uns dann in 18 Jahren nochmal. Dann sind es nämlich 20 Jahre, die ich das Ding besitze. Und dann habe ich bis dahin wahrscheinlich noch ein paar mehr Nächte drin gepennt. Aber ich habe halt mehrere Schlafsäcke. Ich schlafe halt nicht jedes Mal nur in Tropen, weil der Tropen halt nur für seinen Temperaturbereich eben entsprechend gedacht ist. Und das ist ein Temperaturbereich, bei dem ich so oft gar nicht mal draußen bin, sondern eben im Wesentlichen habe ich den Schlafsack tatsächlich als Sommerschlafsack für mich im Einsatz. Ab jetzt, so temperaturtechnisch, wenn man mal so ein bisschen vor das Fenster guckt, ist Sommer, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem der Schlafsack jetzt taugt. Deswegen hatte ich ihn jetzt auf meiner Westweg, also Rest vom Westweg-Tour auch noch dabei. Und dementsprechend habe ich da auch drin gepennt und habe festgestellt, und dazu gibt es jetzt einen kleinen Einspieler, auf Schnee ist Schluss mit den Tropen. Tropen plus Schnee, nicht gut. Nicht gut. Und da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Bildmaterial für. Und das würde ich gegebenenfalls jetzt dann in gekürzter Form einspielen wollen. Und ich bitte schon mal Entschuldigung. Um Entschuldigung, weil die Nacht auf besagtem Schnee war wirklich nicht so angenehm. Und ich habe echt ein wenig gefroren, war also deutlich unter den 5 Grad. Was heißt deutlich unter? Also, was wird es gewesen sein? Mal 2 zum kältesten Zeitpunkt. Und man hat ja vielleicht schon so mitbekommen bei diesen Carinthia-Schlafsäcken, die Temperaturangaben, gerade wenn man sich zum Beispiel den Defense 4 anguckt, die sind schon, und das kann man schon als Nachteil durchaus so sehen, wirklich sehr optimistisch. Also, jemand, der wirklich bis minus 15 im Defense 4 pennt, mit leichter Unterwäsche, also mit leichter Kleidung, wie das eigentlich von der Norm, auf die der tatsächlich geprüft ist, eigentlich vorgesehen wäre. Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass das jemand kann. Aber das steht da so drauf. Und diese etwas optimistische Schätzung, die gibt es auch beim Tropen. Da muss ich auch sagen, also ich hatte da sehr wohl Klamotten drin an, seht ihr gleich. 3 Grad, also 2 Grad unter dem Komfortlimit, was der wirklich hat. Das war schon. Also nicht mehr schön. Wirklich nicht mehr schön. Und das trotz halt eben relativ vieler Klamotten drin anhaben. Also diese Angabe, die ist schon sportlich. Das ist ein Sommerschlafsack. Das ist ganz eindeutig ein Sommerschlafsack, aber jetzt doch besagter Einspieler. Also dieser Aufbau da, das ist meine. Hauptsache irgendein Dach über dem Kopf, windgeschützt Variante von Tarp, also meine Lieblingsvariante. Ne? Da hinten einfach flach auf dem Boden, zack, da geht auf keinen Fall Wind rein. Also eben kann der Wind übrigens noch von hinten.
Es ist ja wirklich windtechnisch verwirrend, dass durch die vielen Berge kommt der mehr oder weniger aus allen Richtungen. Und hier oben halt so ein bisschen Hochspannen und klar, da weht es jetzt auch ein bisschen rein, aber wir hoffen, dass wir es überleben. Sollten wir feststellen, dass es uns zu windig wird, können wir immer noch die Stange wegboxen und dann liegen wir halt ganz drunter und dann ist nicht schön. Nein, aber ist nur so mal eine Überlegung. Gut, also wie man sieht, ist das hier jetzt windbedingt, weil der aus der Richtung kommt, alles ein bisschen ja, kuschelig. Aber da hinten kommt jetzt noch der Rucksack rein und der sorgt dann dafür, dass das nicht ganz so sehr runtergedrückt wird. Zeige ich euch auch gleich. Ich schmeiß mal schnell rein. Ja, und das ist jetzt die Konstruktion im entsprechend fertigen Zustand. Links ich, rechts jemand anders. und mal hinten halt mein Rucksack. Der soll A, eben die Plane noch ein bisschen hochhalten, auch wenn sie vom Wind runtergedrückt wird, dass das so einigermaßen geht. Viel Kondenswasser wird es eh nicht geben, dafür ist es zu kalt. es wird eine spannende Nacht. Da ich wirklich nicht, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, mit diesen Wetterbedingungen gerechnet habe, habe ich jetzt einen Carinthia Tropen dabei. Dass der für sowas eigentlich nicht geeignet ist, muss ich niemandem erzählen, der sich damit den Dingen auskennt. Aber ich habe noch ein Inlet und ich werde natürlich sämtliche Klamotten anziehen. Da habe ich auch nicht so wirklich viel Auswahl. Ich halte euch mal auf dem aktuellen Stand, was die Bänsche Anti-Kälte-Ausrüstung angeht. Also, eigentlich überlegt, ob ich sie daheim lasse, weil das Wetter wirklich, der Wetterbericht wirklich sagt, regnen soll es quasi gar nicht. Man beachte, mein Hut-Dingens ist verrutscht. Warum sagt mir das niemand? Böse. Jedenfalls, wirklich alles, was ich jetzt anhabe, ist auch alles, was ich dabei habe, an Oberbekleidung zumindest. Ferienhemd, mein übliches. Dann habe ich noch, Gott sei Dank, ein Vlieshemd, so ein Holzfällerhemd quasi. Also ist nicht besonders dick, aber es ist immer genau Vlies. Es ist generell was Warmes und ein T-Shirt. So, das war's dann aber. Darunter kommt nichts mehr. Und ich werde natürlich nicht auch noch die Jacke anziehen im Schlafsack. Das bringt nichts. Den restlichen Kram. Ich würde es mal versuchen wollen, nur mit dem Vlieshemd und Hose halt einfach anlassen. Und wie gesagt, Inlet habe ich noch. Das werde ich auch komplett benutzen, also auch die Kapuze, die dazu gehört. Und dann bin ich eigentlich da einigermaßen guter Dinge, dass das halbwegs funktionieren wird. Guten Morgen. Also, wie man sieht, ist kalt. Nacht überlebt. Ich liege hier schon so mehr draußen als drin. Warum, weiß ich nicht. Ist so. ja, also kurzer Erfahrungsbericht mit dem Tropen im Schnee. Ja, ne? Also es war jetzt nicht so ultimativ kalt. Irgendwelchen großen Frost werden wir auch nicht mehr gehabt haben, aber nah dran auf jeden Fall. Ja, genau, Gradangabe kann ich leider nicht machen, habe kein Thermometer. Viel geschlafen habe ich nicht, weil kalt, ne? Aber schon noch im Rahmen des, na sagen wir mal, unteren Komfortlimit Schlafgefühls. Und damit sind wir wieder im Keller und ich habe inzwischen das Ding mal ausgepackt und ich brauche euch den nicht jetzt groß zeigen. Das ist halt ein Schlafsack. Der hat einen Seitenreißverschluss. Der ist sehr leichtgängig. Das war jetzt von unten nach oben aufgemacht. Er ist ein Doppelwegereißverschluss. Das heißt, man kann sich unten quasi eine Fußbelüftung einrichten. Kann dann mal einen Fuß raushängen und so weiter und so fort. Aber dieses Stück, also die ganze Fußbox, die ist halt zu. Man kann also nicht ganz unten aufmachen, um da dann irgendwie noch zusätzliche Berührungen hinzukriegen. Fuß raushängen ist also eher schwierig. Dadurch, dass der auch nicht bis ganz unten zugeht, ist er als Decke auch nur begrenzt benutzbar. Der große Vorteil, den ein Seitenreißverschluss-Schlafsack zu einem Frontreißverschluss-Schlafsack halt eben hat, ist, dass man ihn wie eine Decke ausbreiten kann und sich dann damit einfach auch nur zudecken kann. Also quasi so.
oder wenn man sich einfach mal irgendwo hinhocken möchte und so weiter und so fort. Das geht jetzt mit so einem Seitenreißverschluss-Schlafsack deutlich besser als mit dem Frontding. Geht da auch so ein bisschen, ist aber schon kompliziert. Wenn jetzt aber diese Fußbox halt noch ganz aufgehen würde, würde das mit der Deckenfunktion selbstverständlich noch viel besser funktionieren. Gibt kaum noch Schlafsäcke, die einen richtig durchgehenden Reißverschluss haben. Ich habe hier einen ganz alten, der ist 18 Jahre alt. Das hier ist der Boden und der hat wirklich einen 100% durchgehenden Reißverschluss und kann deswegen auch als reine Decke, die dann wirklich fast schon viereckig ist, verwendet werden. Ein Feature, was heutzutage echt bei Mumienschlafsäcken ein bisschen ausgestorben ist, was nicht schlimm ist, wie ich finde, aber ist interessant, wenn man sich einfach mal so ein bisschen Gedanken drüber macht. Ja, jedenfalls, das geht so, ne? Und das ist eigentlich praktisch zum abends rumhocken, wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Aber, wenn wir jetzt die Kamera mal ein bisschen runter machen, ich habe den jetzt quasi hier aber auch wirklich bloß im Schulterbereich zum mich zudecken. Ich kann mir die Beine nicht noch irgendwie zudecken, weil ich da dann immer diesen Fußsack hier entsprechend rumhängen habe. Das sind dann einfach die Grenzen des Ganzen erreicht. Ansonsten, der hat natürlich eine Kapuze. Das ist ein Mumienschlafsack, das hier ist die Kapuze. Die kann man entsprechend zuziehen, selbstverständlich. Das gibt dann so ein ganz kleines Atemloch, wie man es vom Defense 4 kennt. Das können wir alles ein bisschen abkürzen. Habt da alles schon ein paar Mal gesehen. Ich will hier eine Langzeit-Review zu dem Ding abgeben. Und da muss ich jetzt sagen, was sind denn Features, die dieser Schlafsack jetzt hat, die ihn so ein bisschen besonders machen. Und da gehört zum einen dazu diese Tatsache, dass das ein sehr atmungsaktiver Schlafsack ist. Heißt es. Und ich muss sagen, beim Schlafen, ja, ich merke das auch. Gerade wenn man bei schon relativ warmen Temperaturen schon wirklich richtig, richtig warm im Schlafsack hat, bin ich es gewöhnt von anderen Schlafsäcken, insbesondere alten, zum Beispiel dem hier, dass man dann schon, gerade wenn man noch Klamotten anhat, bisschen klamm ist, wenn man morgens aufsteht. Gerade die Klamotten so ganz leicht klamm, so ein bisschen schweißig halt, ne? Um das Kind beim Namen zu nennen. Das ist erstaunlich gering, dieser Effekt, für einen Kunstfaserschlafsack. In Down-Schlafsäcken ist das ja noch viel toller, beim Proben. Weil der ist ja für hohe Temperaturen gedacht. Dass man sich also eben nach oben hin die Grenze für Temperaturen, bei denen man eigentlich prinzipiell keinen Schlafsack mehr zum Schlafen braucht, kann man in dem Ding trotzdem noch ganz gut liegen, weil man sich zum Beispiel vor den Mücken schützen möchte, ohne halt zu erschwitzen. Das ist sicherlich ein Feature. Wer das braucht, ja, der muss halt wissen, dass er das braucht. Dann ist die Sache mit diesem Mückennetz. Das weiß man ja auch, dass da ein Mückennetz in der Kapuze drin ist. Das brauche ich auch niemandem erzählen. Das sitzt hier unter dieser Reißverschlussabdeckleiste und wenn man die aufmacht, dann kommt hier das Mückennetz zum Vorschein. Da ist es und das kann man sich in die Kapuze einknüpfen und dann kommen keine Mücken rein. Ist auch nochmal ein Feature. Wer das braucht, muss halt wissen, wofür. Bevor er sich diesen Schlafsack kauft, überlegen, brauche ich so ein Mückennetz? Ja, wenn ja, wofür, wann, wie, wo, macht das Sinn? Dann nehme ich den. Ja, und das sind meiner Meinung nach so die beiden wesentlichen Features, die dieser Schlafsack halt eben entsprechend bietet im Vergleich zu vergleichbaren Schlafsäcken. Zum Beispiel, und wirklich der vergleichbare Schlafsack schlechthin wäre der Defense One. Also One, eins, ne? und weil, und das, der Knackpunkt ist halt, dass der Defense 1 das gleiche wiegt, aber wärmer ist. Weil der halt eben nicht ultimativ atmungsaktiv ist, vielleicht liegt das daran, der braucht kein Mückennetz, was ein bisschen zusätzlich was wiegt, das wird die Sau nicht fett machen, aber es spielt scheinbar doch in irgendeiner Form so ein bisschen eine Rolle. Aber dafür ist der halt eben beim gleichen Gewicht wärmer, gleiches Packmaß und so weiter und so fort. Wenn es einem also wirklich nur auf die Wärme ankommt, dass man einfach nur einen warmen Schlafsack haben möchte, dann ist man mit dem Defense 1 nämlich tatsächlich einfach wärmer, bei gleichem Gewicht unterwegs. Ist der effizientere Schlafsack, wenn man die Zusatzfeatures der ultimativen Atmungsaktivität und des Mückennetzes nicht braucht.
So, und deswegen würde ich mir einen Tropen echt nicht nochmal kaufen, weil ich brauche beide Features nicht zwingend. Das mit der Atmungsaktivität, das ist ganz schön. Deswegen muss ich mir aber nicht extra einen Schlafsack kaufen, der da besonders toll ist in diesem Bereich. Deswegen muss man extra Geld für ausgeben. Lieber wäre mir gewesen, noch ein bisschen mehr Toleranz nach unten von den Temperaturen her, dass da nochmal ein bisschen Puffer entsprechend gegeben ist. Weil aufmachen, oben rum und die Arme raushängen und so weiter, das kann man immer. Dann wird es immer relativ kühl im Schlafsack und so mückenverseuchte Gebiete, dass ich da im Schlafsack hermetisch abgeriegelt sein muss vor den Mücken. Also hermetisch ist natürlich Quatsch. Durch das Netz kommt ja noch jede Menge Feuchtigkeit und so weiter. Das, ja, in dem Fall wäre es natürlich interessant, aber das kommt bei mir jetzt auch nicht so oft vor. Beziehungsweise, wenn ich in solchen Regionen unterwegs bin, habe ich auch ein Zelt. Und das ist halt schon ein Schlafsack. In Kombination mit Zelt macht diese Funktion halt wieder überhaupt keinen Sinn. Es ist halt ein Biwak-Schlafsack und kein Zelt-Schlafsack. Das muss man grundsätzlich bei diesen Militärschlafsäcken von Carinthia immer im Hinterkopf behalten. Das sind von der Konzeption her Biwak-Schlafsäcke. Die im Zelt benutzen kann man zwar, dafür sind sie aber nicht unbedingt gedacht und im Zelt gibt es dann bessere Alternativen. Das ist so. So, und jetzt die große Frage, Preisfrage. Wieso hat jeder Depp einen Tropen, wenn er auch einen Defense 4 hat? Ja, weil Tropen und Defense 4 zusammen, puff, die magische Eigenschaft haben, bis minus 20 Grad warm halten zu können und dann zusammengepackt, puff, ein Winterschlafsack sind. So, inzwischen kann ich auch sagen, habe ich jetzt ausprobiert. 2 Nächte. Tropen und Defense 4 in Kombi, also ineinander, ne? Also Tropen nach innen, Defense 4 nach außen. Deswegen hat der hier auch einen Seitenreißverschluss, weil der Defense 4 ja den Frontreißverschluss hat. Und irgendwie soll das wohl beides nicht gleichzeitig aufgehen, beziehungsweise angenehmer zum Zumachen sein, wenn der eine Reißverschluss da und der andere Reißverschluss da ist. Hat mir mal jemand so erklärt. Bestätigen kann ich das nicht. Ich sehe da keinen Sinn drin. Das bringt mir überhaupt nichts. Es ist in jedem Fall ein ziemliches Gefummel und ein ziemliches Gewurstel und Geraupe, wie die Raupe nimmer satt, bis man in beiden Schlafsäcken dann mal drin ist. Je nach Situation, wenn man zum Beispiel einfach einen Schneebiwak macht, was ich gemacht habe, Unterlegplane auf den Schnee, Isomatte drauf, drauflegen, versuchen da jetzt irgendwie in die Schlafsäcke reinzukommen. Das ist ein ziemliches Gewurstel. Das ist schlecht, wenn man auf Pulverschnee nächtigt, weil durch das ganze Gewurstel wird dann Pulverschnee so ein bisschen hochgeweht, der einem dann auf der Unterlegplane landet. Gerade wenn man an einem leichten Hang sich zum Beispiel eine Terrasse in den Schnee gestampft hat, dann kommt man an den Rand des Hangs und dann rieselt einem wieder Schnee auf seine Terrasse, auf der man eigentlich eben ehrlich schlafen möchte. Und so weiter und so weiter. Also dieses ewige Rumgewurstel für eine Übernachtung in Tropen Defense 4 Kombi, boah, das macht man dann natürlich trotzdem, weil es ist ja kalt. Und der Vorteil ist allerdings, es gibt auch einen Vorteil, durch dieses Rumgewurstel wird einem, bevor man schläft, nochmal richtig warm, weil man beschäftigt ist, bis man da drin ist. Also ich persönlich habe da Schwierigkeiten. Jetzt muss man dazu sagen, für mich sind sowohl der Tropen als auch der Defense 4 vergleichsweise eng, also gut anliegend geschnitten. Deswegen kann ich vermutlich deswegen in denen auch nah am angegebenen Temperaturwert entsprechend übernachten. Den entsprechenden Temperaturwert, der angegeben ist, der ja für viele Leute wirklich relativ optimistisch ist. Das muss man ja wirklich so sagen, nachdem man sich da jetzt genügend Menschen angeguckt hat, die in dem Bereich halt irgendwie tätig sind. Bei mir passt es ganz gut, denn die erste Nacht da im Schnee, bei diesem Schneebiwak mit beiden Schlafsäcken zusammen, das war minus 10, das war kuschelig. Das war absolut kuschelig. Das war von der Schlafsackgeschichte her, von der Wärme vom Schlafsack her, eine von daher absolut optimale Nacht. Da gab es überhaupt keine Probleme. Zweite Nacht, da haben wir zwar nicht mehr im Schnee gebiwakt, sondern auf dem Dachboden von einer Hütte. Da hat aber trotzdem der Wind ordentlich reingezogen und es gab auch ein Thermometer, das anwesend war. Und das hat am Morgen
nachdem es schon wieder ein bisschen wärmer geworden ist, also nach diesem extremen Kälteeinbruch bei der Dämmerung. Das weiß jeder, der häufiger draußen pennt. Bei der Dämmerung ist es am kältesten. Das kann auch mal so richtig reinziehen. Das sind locker so 3 Grad Unterschied unter Umständen, dieser Kälteeinbruch bei der Dämmerung. So. Und nach diesem besagten Kälteeinbruch waren es noch minus 16. Bei besagtem Kälteeinbruch. Wir haben uns auch darauf geeinigt, dass es wahrscheinlich mindestens minus 19 gewesen sind. Also höchstens minus 19, nicht mindestens. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Minus 17 bestimmt. Ne? Und ich würde sagen, das geht. Für mich, für den anderen Kollegen, der mit der exakt gleichen Ausrüstung nebendran lag, herzliche Grüße, war es auch in Ordnung. 1 Grad, noch 1 Grad, vielleicht noch 3 Grad tiefer, würde ich sagen. Könnte echt wärmer sein, aber noch schlotter ich nicht wie Sau. Noch ein bisschen kälter, dann geht das Geschlotter los. Also minus 20 für mich und Kollege, der nebendran gelegen ist, ist Tropen und Defense 4 Kombi sportlich. Das ist sportlich, wenn es wirklich minus 20 bis minus 17, ja. Also für mich, wie gesagt. Ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, das sind subjektive Werte. Jeder hat ein anderes Wärmeempfinden im Schlafsack. Das hängt ganz stark von der Person, die halt drin liegt, ab. Grob kann man sagen, das muss aber auch nicht immer stimmen, je enger er anliegt, ohne dass man gleich das Material zusammenquetscht, weil man total Presswurst drin ist, desto besser ist es. Bei mir liegt er halt schon relativ nah eng dran an, weshalb ich ganz gut in den Dingen schlafen kann. Irgendein Spargeltarzan hat da vielleicht tendenziell, muss nicht so sein, aber tendenziell ist es wahrscheinlich eher so, dass irgendein Spargeltarzan zwar jede Menge Platz in dem Ding hat und ein gutes Körpergefühl, weil er dancen kann im Schlafsack, aber ist halt dann wahrscheinlich nicht so warm. Also jetzt ist die Frage, deswegen erzähle ich das. Braucht man unbedingt einen Tropen, um aus einem Defense 4 einen Winterschlafsack machen zu können? Oder würde das auch mit dem von mir jetzt nachträglich bevorzugten Defense 1 funktionieren? Weiß ich halt nicht. Kann ich halt nicht feststellen. Muss ich erstmal einen Defense 1 haben, um das feststellen zu können. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich mir den kaufe, weil der Unterschied zwischen einem Tropen und einem Defense 1 halt doch nur wirklich sehr gering ist. Man muss also ganz bestimmt nicht beide haben. Das ist Quatsch. Muss man wirklich nicht. Und deswegen bleibt für mich beim Tropen. Bei Sommernächten, Temperaturen über 10 Grad, sage ich jetzt einfach mal, Temperaturen über 20 Grad, da lege ich mich ohne alles in der Wald. Aber bei Temperaturen so zwischen 10 und von mir aus 15, irgendwo so in dem Bereich, ist das ein sehr angenehmer Schlaf im Tropen. Da ist er wirklich ein sehr angenehmer Schlafsack für solche Temperaturen. Gerade zum Bivakieren, gerade wenn man kein Zelt benutzt oder sich einfach wirklich nur einfach so auf den Waldboden legt. Noch eine kleine dünne Isomatte natürlich in jedem Fall noch drunter. Das ist immer ganz angenehm, einfach auch vom Schlafkomfort her. Für sowas ist er wirklich super. Das würde mit dem Defense 1 mit Sicherheit auch funktionieren oder Defense 1. Wie gesagt, da bin ich ziemlich überzeugt, einfach von den technischen Daten her. Nochmal kaufen, deswegen eben nicht. Aber sonst, patenter Schlafsack. Für den Sommer. Denkt an den kleinen Einspieler mit der Winterübernachtung. Denkt dran. Macht's gut und sorry, dass das wieder so lang geworden ist, aber ich möchte halt gerne auch ausführlich meine Erfahrungen entsprechend mit euch teilen. Tschüss.